Feurio zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu ein bisschen Mario Kart mit ganz vielen coolen Leuten mit dabei. Und allen Leuten. Ah, das ist nicht. Hallo. Ja. Der Kundran. Hallo. Der Miri. Hallo. Und der. Balui. Hast vergessen. Ja, und ich bin dabei. Und ich bin dabei. Stimmt, hast recht. Und wir spielen heute mal Abfahrt. Marios Abfahrt. Nee, Marios Abfahrt. Derselbe. Schnöbeldöbel. Ja. Einfach nur was Schlechtes gefuttert. Dalu und ich haben uns beide für denselben Eröffnungsgag entschieden. Warum nur bei mir ging er auf Blauli, bei Dalu ging er auf mich. Und da gehe ich ins Loch. Ja, ab nach Sibirien. Auf Wiedersehen. Ich weiß auch nicht, was man in dieser Strecke so toll findet, ehrlich. Also sie ist keine Kreisstrecke. Ja, ja, eben, voll sie blöd. Ist, sie ist ein Abfahrt, ne? Weißt fährt du, das halt ist schon, so, es gibt Leute, die so, fahren da halt drauf ab. Ja, aber es gibt so, weißt du, das ist so... Wow. Das war so schlecht, Katze, ne? Aber das ist so, kennt ihr so Kinder, die damals Modelleisenbahnen gebaut haben aus Lego, aber die hatten keinen Kreis, sondern eine lineare Strecke? Das aus Lego? Modell und was? Ich hatte nur Holzeisenbahnen, aber es gibt Lego-Eisenbahnen, aber es gibt keine Modelleisenbahnen aus Lego. Das ist ja... nenn das halt nicht Modelleisenbahn. Das sind halt dann nenn du es doch nicht Modelleisenbahn. Aber ist doch egal, was Modell ist. Es ist eine Eisenbahn aus Lego. Das ist korrekt, aber keine Modelleisenbahn aus Lego. Ist Modell oder nicht? Nee, ist kein Modell. Aber ist es aus Lego? Ja, es ist aus Lego, aber keine Modelleisenbahn. Aber kann nicht, also ist jedes Lego ein Modell, aber nicht jedes Lego, Modell ein Lego? Ja, so rum. Okay. Was? Also Fakt ist, worum ging's diese denn? Diese Strecken, wenn du nicht genug Schienen hattest, die du nur gerade gelegt hast, jetzt Modelleisenbahn oder Lego? Konntest halt nicht im Kreis mitfahren. Und deswegen sind Strecken, die kein Anfang und kein Ende Warum haben. Warum sind hier Bäume aber auf hat der ein, Strecke? Ein Kreis hat doch eigentlich kein Anfang und ein Ende. Oh, ich weiß nicht mal, was mich getroffen hat. Du meinst das jetzt auch nicht. Ach Mann, nehmen wir so, Blitz, bitteschön. So, ich habe gerade Items bekommen. Ich habe gerade einen Blitz bekommen. Und ich habe noch einen Stern bekommen. Wer ist auf mich drauf getrampelt, welcher Jedi? Welcher Jedi? War bestimmt ein Sith, Alter. War kein Jedi. Du bist dadurch halt so lange, dass du nicht mal driften kannst, ey. Ah, ich krieg halt keine Items mehr, ne? Ich bin elf, ich kann dir einen von vorne schicken, vielleicht. Das ist, ja jetzt wird natürlich der vierte bekommt einen Stern und mir als fünften. Oh, heute bist du Kugel, Willi. Fast hätte ich Katze getroffen. Und er gewinnt schon wieder. Oh, du hast mich getroffen. Grün, das ist ein blauer. Nein, zu spät. Kacke. Nein, das ist ein roter. Nein, das ist ein Kugelwilli. Sag mal, Leute, die blaue hat noch einer vom Ziel. Alter, wer ist das? Metall Mario, oder? Nee, Yoshi, der blaue Yoshi. Der blaue Yoshi war Zweiter. Ich habe alles gesehen. Balui muss heute Nacht vor der Tür schlafen, glaube ich. Oh, armer Blauli. Ich glaube, das ist eine fiese Geschichte. Vor der Tür. Hast ja die Autoschlüssel. Ja, kannst du die Motorhaube vom Auto rein. Oh nein, die hatten wir auch schon, die Wasserfälle. Oh nein, man müsste mal eine Map doppelt fahren. Oh nein. Wir wollen dies nicht. Ich möchte dieses Auto nicht kaufen. Warum habe ich das Gefühl, dass mir der Typ da mit dem beiden Vater und Sohn. Der Junge hat richtig Bock. Der Vater will Mario Kart spielen. Wir spielen jetzt Mario Kart. Meinst du den Typen mit dem Schnurrbart? Ja, die beiden, die Toads Hafenstadt gewählt haben. Ja. Der Typ erinnert mich, wie ist der Charakter aus Game of Thrones, der Arya am Anfang Schwertkampf beibringen sollte? So, hier der Typ mit dem Holzschwert. Halt. Rosé? Ja, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Rosé. Aber der sieht ich glaube halt so sogar, der hieß so. Echt? Rosé? Ja, das kann sein. Der größte Krieger Bravos oder sowas, ne? Ja, trotzdem gestorben. Wie alle anderen auch. Das oh, ist ein Spoiler. Ich habe es noch nicht gesehen, Baloo. Ja, das ist richtig. Ich bin gerade noch da, wo die Zombies auf diese Farm stürmen. Hatten die da schon Lichtschwerter oder waren die schon Expediamus? Was? Danke. Du musst einfach mal Early Boy beim nächsten Mal fragen, was ein Wookie ist, der weiß das nämlich nicht. Early hat Star Wars gesehen. Auch mittlerweile, ne? Stimmt, Mist. Dann frag ihn hier, was sie hat gesehen, ist. Das heißt nicht, dass er zugehört hat. Also, ich kann mir das nicht vorstellen irgendwo. Dass er mal irgendwo zuhört. Hat Early, bei dem sind 5 Minuten. Oh, das war mein Item. Was anderes. Richtig, das war dein Item. Tschüss, Miri. Hier ist aber jetzt wieder was los im Mittelfeld. Ja, im Mittelfeld, da musst du mal erstmal hinkommen. Da ist wenigstens Spaß, weißt du? Ja, der Bumerang ist einfach OP. Der Bumerang ist OP, ja. Der Bumerang ist einfach OP.
Nur nicht Miri. Nur nicht Miri, ich meine. Irons. Ja, Dalo, was kann ich für dich tun? Ich bin einfach Zehnter. Warst du das? Bin leider nicht. Ja. War das der grüne Dude neben oh mir? Mein mit dem grünen Gott. Ey, wenn du zu langsam bist, kannst du nicht driften. Das ist so ein blödes Feature. Ja. Das Driften ist ein blödes Feature, ja, stimmt. Nein, das, wenn du zu langsam bist, ist nicht geht. Ich bin jetzt dreimal hintereinander in den Abgrund gefahren, weil ich driften wollte. Dumme Geschichte. Das passiert dir aber halt auch. Uhrenberg, ach kacke. Ich dachte, da kann man durchfahren vielleicht. Doch, ja, kann man. Da nicht vielleicht. Das Klingeln hier macht mich kirre. Ich denke, die ganze Zeit klingelt. Ja, hast du ja gesagt, war ja ein Klingeln. Ja, ich dachte, es klingelt an meiner Türe, aber es war im Spiel. Kannst du ja auch nicht entscheiden. Ich bin an den Items vorbeigefahren. Ich habe einen roten Panzer. Jeder ist an Items vorbeigefahren. Da ist ein blauer. Hoffentlich kriegt der noch, Mann. Ich sehe halt, wie er ihn dodgt. Oh. Gegen die Glocke gegoggelt. Piranha Plant, let's go. Oh, den habe ich runtergeholt. Hinter mir. Alter, was ist denn mit meinen Roten jetzt passiert? Ja, das ist natürlich gerade. Komm, jetzt gib mir irgendwas. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich hasse diese Strecke einfach. Nochmal. Oh, nein! Eine Kante! Der Feuerball! Die letzte Kante! Doch Gas. Ist schon okay. Ich hasse dieses Spiel, deinstallieren, aber sofort! Das ist Kante eine ablecken. Einzige Kante in der letzten Kurve. Ich habe einen Stern und drei Booster und ich fliege in die Kante und werde 7 Kilometer zurück abgesetzt. Was ist das für ein Spiel? Warum bist du da runtergesprungen? Ich weiß nicht, ich finde, du übertreibst gerade ein bisschen. Und warum bist du da runtergefahren? Halt deine Klappe, Oldtimer. What the fuck? Du könntest mal ein bisschen gechillter sein, sonst nehme ich nicht mehr mit dir auf. Ja. Du machst uns allen anderen hier die Stimme. Du merkst du nicht, dass unser Streit unsere Freundschaft auseinander. Weißt du, wir wollen hier Spaß haben und du dann immer mit deiner, weiß ich, miese Peter. Mit deiner cholerischen Art. Echt, genau. Ey, voll zum Kotzen, ehrlich. Katzlerisch. Ja, lacht er auch noch, weißt du? Alle haben diesen komischen Bart in der Lobby. Ihr habt alle denselben Bart. Also die, die einen haben da. Ich hab keinen Bart. Ich nicht. Ja doch, ich viele von denen. Bart. Kundran, voll du, viele. Der Random. So, ich dachte, du meinst diesen komischen da unter. Nee, der gelbe. Kann, unter dem Mund direkt das Ding. Ja, nur weil du dieses komische Ziegenbärtchen da hast, da, du können wir ja nichts für. Hey, Standard-Me wurde nicht gefragt. Ich hatte ihn mal personalisiert, außerdem sieht er mir sehr ähnlich. Ich habe so ein Allerweltsgesicht. Es geht um den Me, nicht um den Charakter, den du fährst. Ich war 150 Regenbogen-Kacke. Wer hat da denn nicht aufgepasst beim Obstimmen, Mann? Beim Obstimmen? Ich wollte die schöne Game. Leute, heute ist Obstimmen und geh. Angst auf dich. Das ist. Was? Aber man kann hier überall runterfallen. Warum fährt man das denn? Das macht. Warum habe ich denn gerade mit Windschatten und einem Drift in der Kurve einfach die komplette Bahn übersprungen? Ich wurde nach hinten gesetzt. Ja, der gute Schild. Warum? Bleib einfach stehen. Auf 150 CC ist die angenehm. Ja, auf 150 CC kann hier nichts passieren. Ich hab die Bombe gerade abgeworfen, weil die hier schon einmal runtergefallen von wegen nichts passiert. Oh Mann! Ich bin schon zweimal runtergefallen und es ist nicht meine Schuld. Ich bin das erste Mal gerade runtergefallen. Alle goldene Pilze mal weggehen. Ich will kein Kack-Beschleunigungs-Item auf der Strecke. Oh Mann. Aber es ist ein Rennspiel. Will man da keine Beschleunigungs-Item? Nein! Ich bin so weit hinten. Ihr überholt mich gleich. Oh, ich habe nur Beschleunigungs-Items bekommen. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Oh. Das ist doch eine Kackstrecke. Ich wusste, das ist doch immer gleich im Mist. Mann! Und da kommt so ein Blödkopf in einer Rakete und meint, er wäre sonst wie geil. Hey, Rakete gehört Alter, hier voll wie hin. Wie soll man denn die Kurven fahren? Du kannst ja da gar nicht auf dem Gas treten. Nein, jetzt habe ich jemanden gerade einen Boost du musst gekriegt. Auf 100 Zentionen musst du nicht mal, oder 150 musst du nicht mal vom Gas runtergehen. Ja, das geht mir gerade darum, dass ich nicht, dass ich da die ganze Zeit runtergehen müsste, damit ich nicht runterfall, wenn ich Windschatten bekomme. Musst du nicht. Ja gut, Windschatten ist was anderes, aber... Ja, aber du bekommst den Windschatten, auf einmal bist du runter von der Map. Du hast eine Sekunde Reaktionszeit. Ja, das ist doch, so, wenn du den bekommst, den Windschatten. Ja, nee, leider nicht. Ich werde schon wieder in der Kurve einfach weg. Ja, bremst doch mal. Ich will nicht, niemand will bremsen. Also eigentlich geht man bei Mario Kart nie vom Gas, oder? Ja, doch, auf 200 CC kannst du die vergessen. Der hat mich jetzt einfach auf eine andere Strecke gesetzt. Ja, aber bremst du da nicht einfach gleichzeitig?
Der hat mich einfach auf eine andere Bahn gesetzt. Ich wüsste nicht mal, wo man in dem Spiel bremst. Ich gehe einfach vom Gas runter. B drücken. Was ist Baby, B? Ich bin schon bremsen. Wieder runtergefallen, Alter. Mach die Antenne an. Das Katze fällt genauso oft runter wie ich, also ist alles okay. Ich mochte die Zeit, wo ich Stützräder hatte, mehr. Jetzt habe ich einfach den Stern eingesetzt. Nimm mir sogar den Boost, ja, Willi. Langsam. Komm, Kugel Willi, hol Meri. Nein, du hast auch den Willi. Egal, deiner geht vorher kaputt, komm. Eine Sekunde und ich hab dich. Nein, gleichzeitig. Danke. Ja, Boost, ja. Meiner. Geil, Boost. Ich hatte mir die Pilze extra aufgehoben bis zum Ende. Kugel Willi. Oh, und ich hab nur so ein Drecksbeschleunigungs-Item. Ja, benutzt kein doch. Problem. Ich hab ein Sterni. Ja, genau. Beschleunigungs-Item. Sterni bringt mir aber nichts, weil ich fall wieder von der Map, bevor ich es benutzen kann. Yeah, ich fall von der Map. Gerade passiert. Ich hab sogar gecallt. Bei mir ist, ich bin einfach, hab den Kugel eingesetzt, von der ist runtergefallen und verschwunden. Also, es ist kein Call zu sagen, man fällt von der Map und einfach runterzufahren. Ich drifte, was soll ich denn machen? Mein Kugelfilet ist einfach verschwunden. Wie kann er denn ohne dich verschwinden? Nein, ich war der Kugelwilli und dann ist er abgestürzt in dem Moment und dann ins Nichts verschwunden. Oh nein. Ja. Ja, dann machst du auf einmal so einen Raketenschlag auf den Planeten runter. Ja, wir sind dann mit Raketengeschwindigkeit in den Abgrund. Kabums. War gut. Wie? Ja. Wenn ich das wüsste, wäre es nicht passiert. Dass Dalu so gut ist, ne? Weißt du, ich hatte nach der letzten Aufnahmesession extra geübt. Und dann fragte er mich einfach 4 Wochen nicht, ob wir wieder aufnehmen. Weißt du, und jetzt der ganze Skill wieder verflogen, den ich mir wieder angetrainiert habe. Ehrlich. Wir haben keine Folge ohne dich aufgenommen. Ja, schlimm genug. Wir wollten dir sogar extra genug Zeit geben zum Üben. Du hattest damals gesagt, du brauchst ein bisschen Zeit. Ich meine, Dalu ist ja extra nicht zu meinem Konzert gekommen, weil er ja lieber Pokémon spielen wollte. Du hast gerade ausverkauft. Ja. Miri hast du hat übrigens mit der gleichen Begründung auch das Konzert abgesagt. Miri war nicht auf dem Konzert? Das ist eine Lüge. Nein, Miri ist nicht gekommen, weil ich gesagt habe, Pokémon aufnehmen musste. Das ist eine Lüge. Miri, warst du wirklich nicht auf dem Konzert? Das ist eine Lüge. Also ja. Okay, sie war wirklich nicht auf dem Konzert. Ich war krank. Ah ja, okay, das finde ich legitim. So krank gerade bei einer Mittelohrentzündung kann ich das verstehen, dass man sich dann nicht unbedingt. Also du hast Pokémon gespielt in der Zeit, auf Konzerte geht. Nein, ich war krank. Ihr könnt mich alle mal. Ich lege nie wieder ein Konzert ein, wo Pokémon raus. Richtig. Ja, da bist du auch selbst schuld. Eben, das ist, als würdest du deinen 0815-Film irgendwo hinlegen, wo irgendwo ein Marvel-Film kommt oder so, weißt du? Ist halt dumm. Man hört die Liebe in der Stimme. Das finde ich phänomenal. Ihr könnt mich alle mal, alle haben mich im Stich gelassen, alle. Deine Kollegen sind auch nicht aufgetaucht, ihr seid eine komplette Band, jetzt sag mir nicht, du warst alleine. War alleine. Niemand alleine war auf der da, Bühne, alle so. Haben Pokémon so auch die Leute davon, so alle gleichzeitig so. Wie hattest du nicht mal eine Verteidigung? Doch, ein Grün hatte ich ganz halt. Vielleicht habe ich nicht, wahrscheinlich habe ich nicht gesehen. Ich habe nur jetzt gerade einen verschenkt, leider. Du hast mich verschenkt? Was hat mich jetzt getroffen? Ich bin mir eigentlich sicher, dass Leute viel bezahlen würden. Wahrscheinlich lag da. Hör mal, wir waren ausverkauft innerhalb von 6 Wochen. Natürlich haben die Leute Geld dafür bezahlt, um mich zu sehen. Aber die sind doch nicht gekommen, oder? Weil sie Pokémon gespielt haben. Ja. Ja, genau. Die haben das Ticket bezahlt und dachten sich so, das kann ich steuerlich geltend machen. Ja, das wussten die ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht. Ja, die haben die dann weiterverkauft auf dem Schwarzmarkt. Ich wusste auch nicht, aber damit das verkauft wurde, haben sie gesagt, das wären Karten für Shakira. Ich habe auch erst zugesagt und dann, das war aber doof. Ich hasse euch alle ganz, 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 ganz arg. Kann ich Miri verstehen. Und Dalu und alle. Miri, Dalu und alle. Ja, Katz ist Kundran. Ja auch nicht gekommen, wegen Pokémon. Ja, Kundran, Pokémon. Aber Kundran ist auch alle. Ich meine, Kundran ist auch nicht keine Zeit wegen Pokémon. Ich habe Star Wars gespielt. Ja. Toll. Ja, das ist da auch noch gekommen. Ja, das ist da hast du dir. Ne, also, ich hätte auch gesagt, ich habe ein Pokémon ja nicht geholt, aber wäre ich wirklich rechtzeitig eingeladen gewesen, dann hätte ich halt noch Star Wars gehabt. Ja. Der halt ganz gut gewesen. So. Auch noch eine Ausrede. Deswegen, das wäre so der erste Moment seit langer Zeit, Ausrede. Wo ich dankbar gewesen wäre. So. Das hat nichts mit los, Ausrede. Los, mal kurz darunter. Ja, ja. Ich bin von selber runtergefallen. Aber oh, du bist geflüchtet. Ja, oh nein, gefallen. Ich bin da runtergefallen. So, ich hole mir jetzt irgendein Item, damit ihr nicht mehr gewinnt. So. Ja. Oh, ich habe einen guten Speedpilz.
Und ich kann nicht driften. Ich fahre gegen die scheiß Säule! Oh Gott, das war knapp. Ich war Dritter, Zweiter und dann sind zwei von links von der Seite gekommen. Das war eine fiese Geschichte. Ja, Zehnter ist drin gewesen. Nur Marcel und Markus waren schlechter. Es zählt alleine mehr Punkte als Katze zu haben. Alles andere zählt eh nicht. Okay. Und das tust du mit Bravour. Sei der Dalmatiner. Manchmal. Hab mehr Punkte. Cool, hat in der Route Run gemacht. Wir jetzt endlich mal das Animal Crossing Dorf spielen? Nein. Nee, das war es gar nicht. Nur wenn du die Jahreszeit nicht rätst. Wenn wir die Mine fahren, dann bleibe ich einfach stehen. Ja, das ist doch gut. Dann hast du weniger Punkte als Katze. Ja. Alter, du drohst jede Runde damit. Mach es doch einfach mal. Ich hasse die Mine. Warum habe ich das Gefühl, dass der mit, der weißen, mit den weißen Haaren und der blauen Brille mir gleich eine Vorlesung über Philosophie andrehen will? Das wäre doch der optimale Skin für mich, oder? Da sind auch zwei Mädels reingekommen. Wenn es denn Mädels sind, vielleicht finden die auch nur die weiblichen mies sexy. Ja, weil die so viel anders aussehen. Aber wo siehst du zwei? Ich sehe eine. Die mit der blauen Brille und die mit dem roten Anzug. Das mit der blauen Brille ist... Das sind zwei mit einer blauen Brille. Ja, ja. Also ja, aber das... Nicht der mit den weißen Haaren. Ich dachte gerade so. Kimi. Kimi und Aubin. Der Name. Oh. Oh, man. Okay. Well, that escalated. Ja, dann halte ich mich wohl an die Albin, ja. Quickly. Wann geht's hier los? Jetzt immer dann, wenn du fragst. Das Sprachbegehung. Ich mache jetzt ein Verbrennungsmotorgeräusche. Kannst du das bitte dann, ich weiß nicht, abends in deiner Kammer machen und nicht, wenn du uns damit abfuckst, danke? Nicht jeder muss in der Kammer leben, Claudi. Nee, ich muss draußen schlafen, hast du gehört. Ja, vor der Tür. Aber du darfst in die Motorhaube. Ja, das ist eigentlich Marios Goldmine? Ja, zum Glück. Ja, musst du aufpassen, da gibt es so Noten, wo man runterfallen kann. Ich habe jemanden einen goldenen, einen roten, wie heißt das? Panzer. Bananenbrot. Einen roten Bananenbrot, genau. Einen roten Bananen, okay. Wer kennt es nicht? Kann man hier eigentlich abkürzen? Oh Mann! Dalu, Alter. Das habe ich gesehen! Was denn? Nicht was denn? Oh, was soll der Boomerang? Der ist OP. Der ist OP. Musst du sie mal testen, die Abkürzung. Ich sehe eine Banane. Jetzt hör auf, den Boomerang zu werfen. Ich habe ihn auch, aber ich kann nicht damit umgehen. Wer zur Hölle war das jetzt nicht endlich? Hier, nehmt! Alle! Die blaue! Nein! Was ist Alter, hier passiert? Wird so viel geschubst, ey, das gibt's gar nicht. Ich will nicht hier sein. Ich war gerade so weit vorne. Warum bin ich jetzt wieder bei den ganzen Leuten? Ey, hier warum so ist diese gedrängelt. Wand da? Warum macht man denn nicht einfach Banden überall hin? Hä, aber wenn die Wand da ist, ist das so eine Bande. Ja, aber warum ist da keine Wand? Wäre bei der einen Stelle, gewesen. Die eine Stelle auf dieser das ganzen gibt Welt. Es nicht. Ich bin nicht da drüber geflogen. Nee, du Kacknote, hau doch ab, Mann. Jetzt Scheiße, das gibt eine 6 im Zeugnis. Boah, das wird richtig. Das Match wird schwer jetzt. Hier sind alle so nah beieinander. Du kannst ja gar nicht vorbeikommen, ohne irgendwas abzukriegen. Katze war wirklich ein Willi. Ich hab jemandem was geklaut. Ich weiß nur noch nicht was. Eine Banane. Das hat sich gelohnt. Katze! Miau! Oh, das ist hallo! Du kannst nur drei Leute über. Oh Leute! Was soll das denn? Ganz mieses Rennen. Alter, einfach du kannst nicht halt gut. Nicht geradeaus. Okay, los. Wir müssen jetzt nochmal hier Endspurt. Ich bin voll in der Note hängen geblieben, an der Bande hängen geblieben. Jetzt das letzte Item entscheidet. Louis. Oh, das gibt's nicht. Genau in dem Moment ändert sich das. Ich krieg keins, weil ihr alle euch entschieden habt, nach links zu fliegen. OP-Bumerang! Oh, ja, oh, shit. Oh, die Kurve hab ich nicht gekriegt. Nein, OP-Bumerang! Nein, hör auf! Nein, OP-Bumerang! Scheiße! Oh, das 9. War, nee, 10. Das war 11. Nice. 12. 20. Da leck mich doch! Hauptsache nicht letzter. Danke. Hauptsache besser als Katze. Miri lernt schnell. Ja. Miri lernt sehr schnell. War das die letzte Runde dann oder kommt jetzt kommt die letzte. Ja, gut. Das letzte muss angekündigt Runde. Werden, deswegen. Ah, okay. Letzte Runde. Da, 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 da. Hier ist keiner von der Adams Family. Da, 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 da. Klar. Bei der Adams Family sehe ich mich. Das glaube ich.
Er ist das eiskalte Händchen. Nee, er ist der Onkel Fester. Bin fein. Genau. Kunan, du kennst die Addams Family aber, oder? Ich hab sie nie gesehen. Hä, war das nicht in deiner Jugend voll hip? Sagt man das so? Baloui, war das da so? War das hip, ja. Also ich musste das immer gucken, weil meine Eltern das so geil fanden. Was musstest du mal gucken? Ich hab's Schlagwort nicht gehört. Die Katzenfamilie. Also ich kenne sie aber nicht. Addams Family, ja. Ich weiß auch nicht, ob Miri die Addams Family kennt. Also die Addams Family war auf jeden Fall vor meiner Zeit, aber ich hab's auch noch gesehen. Aber es ist cool. Oh, komm schon. Nein! War die Addams Family, ganz kurz, war das das Übernatürliche, also die Goths, oder habe ich da Falsches im Kopf gerade? Oh, ja, Goth ist schon wichtig, es gab das eiskalte Händchen, diese Hand. Das war so eine Emo-Family. Die waren so übernatürlich teilweise, ne? Also auf jeden Fall wurde das minimal. Ja, ich würde auch minimal sagen. Das ist nicht das, worum es ging. Also das eiskalte Händchen war schon übernatürlich, ja. Ja, das war übernatürlich. Und der Onkel Dingsbums auch. Der Onkel Faster. Der wandelnde Besener. Och, das gibt's nicht. Aber ansonsten. Ja gut, der ganz starke, der da einen auf Frankenstein gemacht hat. Oh, da hat jemand aber einen richtig schlechten Deal gemacht, dass er mir mein Auto Item geklaut hat. Von den dass drei er dir dein Auto geklaut hat. Da. Aua, Dano! Was denn? Finde ich jetzt gerade die Zeit, mich selbst noch umzubringen. Wäre das gut? Kann man eigentlich die Items switchen? Nein. Miri, oh Mann! Das ist kein Double Dash. Doch, come on! Ich hab gar nichts gemacht. Nur mit dem scheiß Stern mich überrollt. Nur mit dem Bullen. Nein! Oh shit! Verdient. Oh. Alter, warum überholen mich hier eigentlich 1000 Leute, die schon wieder groß sind? Warum sind hier denn 15 Feuerblumen? Natürlich! Ja, ich weiß, aber. Ich hab alles! Ich hab die Aua tot! Acht habe ich nicht. Ich habe alles. Du hast hab die rote war für mich, Conran. Ja, hast du auch abbekommen bei mir? Nein, also bei mir hast du sie abbekommen. Ja, okay. Mal. Krass, bei mir hast du weitergefahren. Gott, da kam ein Grüner zurück. Ich habe das Item nicht bekommen. Das ist natürlich jetzt sad. Ja. Die 8 ist eigentlich auch gar nicht so gut, wenn man mal ehrlich ist. Doch, der Hauptsache der Stern. Es geht nur um den Stern. Ach, Mann. Warum? Keinems. Ich hab gar nichts gemacht und trotzdem sind die gemein. Ein Item reicht, wenn es ein gutes ist. Ich hab kein gutes. Und ich bin gegen die Wand Nein, gefahren. Nein, ich bin gegen meine Feuerblume gefahren. Meine rote wurde geklaut. Bitte. Hast du den Typen rechts gesehen, Dalu? Hast du den Typen rechts gesehen, Dalu? Der ist eiskalt gegen die Wand gedonnert. Ich hab Dalu gerade noch überholt, ich bin so gut. Ich hab gerade eben das Ziel erreicht, weil ein Typ rechts nicht reingekommen ist. Hallo, du bist dran. Ja, Leute, aber ich hoffe, euch hat dieses kleine Ründchen gefallen, wie Dalu immer sagt. Guckt gerne bei den anderen Leuten vorbei. Gar nicht. Ja, nö, überhaupt nicht. Ich hoffe, euch hat die Mario Kart Session gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.